Ja, hallo und willkommen hier zur 29. Folge, müsste es glaube ich sein, oder 28. City Skylines auf meinem Kanal. Ja, was haben wir heute vor? Ich habe ein bisschen was vorbereitet, und zwar hier den Strandabschnitt. Wir werden heute uns mal noch ein bisschen um eine Fischindustrie etc. kümmern und die mal ein bisschen aufbauen. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut hier zu unserem riesengroßen Industriegebiet. Ich glaube, das ist wirklich eines der größten Industriegebiete, die ich gebaut habe. Funktioniert verkehrstechnisch sogar echt gut, hätte ich nicht gedacht. Aber ich würde sagen, das ist hier eine gute Sache. Dann könnte man hier vielleicht auch noch mal einen Bahnhof mit dranhängen. Müssen wir einfach mal gucken. Gut, ich würde also sagen, damit beginnen wir direkt. Dann kann in der Zwischenzeit sich unsere Bedarf an Gebieten noch ein bisschen erholen. Da haben wir ja noch ein bisschen Platz nach oben. Das ist ja auch relativ schnell wieder belegt. Und deswegen würde ich sagen, nutzen wir die Zeit einfach. Wir werden hier mal hochgehen. Reicht 20 aus? Ja. Reicht 18 auch aus? Ja. Reicht 16 aus? Ja, 16 reicht auch aus. Reicht 14 aus? Reicht auch aus. Reicht 12 aus? Ne, 12 reicht nicht aus. Gut, also 14. Dann ist hier nämlich die Brücke nicht zu hoch. So, und jetzt muss man hier mal gucken. Jetzt geht es hier nämlich ziemlich steil abwärts. Und das ist hier eine ganz schön lange Abfahrtsrampe. Aber ich glaube, wenn wir das einfach so machen, dann ist das schon in Ordnung. Und hier unten habe ich geplättet. Das sollte hier unten eigentlich alles passen. Genau. Sehr schön. Gut, dann werden wir jetzt hier am Strand natürlich. Wir können ja erstmal gucken. Industrie. Fisch. So, Aquakultur. Nee, das wollen wir nicht. Fischereihafen. So, was haben wir hier überhaupt alles? Sardellen, Lachs, Muscheln, Thunfisch. Thunfisch ist hier drüben. Und ansonsten ist alles vorhanden. Okay. Fischereihafen. Fängt alle Fischtypen bei moderater Fangrate. Okay, dann nehmen wir den. Einmal so. Das ist jetzt der Sardellenfischereihafen. Sardellen ist das hier. Dann würde ich sagen, gehen wir hier gleich mal so lang. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das was bringt, wenn hier quasi eine längere Route ist. Oder ob das auch reicht, wenn das eine, ich sag jetzt mal, kürzere Route ist. So, dann machen wir hier noch einen zweiten von hin. So, dann haben wir das. Lachs. Machen wir natürlich auch. Zwei Stück. Lachs ist das hier vorne direkt, okay. Du auch. Na. Und da wieder ran. Gut. Dann haben wir Lachs. Dann ist das bestimmt Muscheln, genau. Muscheln. Machen wir hier einmal und hier einmal. Und Muscheln. Muscheln muss weit raus. So. Und dann haben wir hier Muscheln. Dann ist das hier Thunfisch. Und was ist das hier noch? Aquakultur. Ach so, okay. Die ist dann, werden wir bestimmt auch noch mal eins dann bauen. Aber jetzt machen wir erstmal Thunfisch. Und Thunfisch ist,
ist hier so. So. Thunfisch und eine Aquakultur. Aber wäre jetzt theoretisch noch eine Option, aber machen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was hier dann produziert wird. So, dann das einmal so. Und dann gehen wir hier mit dem ran. Ne? Dann machen wir das doch so. So. Dann sollte erstmal alles vorhanden sein. Was hat der jetzt hier für ein Problem? Mehrere Probleme. Niedrige Fischfangrouten, Effizienz. Okay, warum? Warum? Haben wir schon weggefischt oder was? Oder ist die Route zu kurz? Es kann natürlich sein, dass die Route zu kurz ist. Hier noch ein bisschen was ran. Und dann gucken wir mal, ob das noch was bringt oder nicht. Gut. Dann hier auch noch verbunden. Gut, dann wie geht's weiter? Was haben wir denn hier noch so für Fischindustrie? Seetang-Aquakultur. Okay, auch interessant. Algen-Aquakultur. Aquakultur. So, Fischmarkt. Was macht der? Fischmärkte kaufen Frischfisch vom Hafen und Aquakulturen. Verkaufen ihn direkt ohne Weiterverarbeitung an den Endkunden. Okay, und das ist hier eine Fabrik. Die werden wir jetzt auf jeden Fall als erstes bauen. Machen wir mal 3 Stück. Und dann machen wir hier mal ein paar Fischmärkte. Nur mal überlegen, wohin damit. So, einmal dahin. Wo wollte ich denn den jetzt hinsetzen? Nee, hier nicht. Da wollte ich ihn hinsetzen. Da kommt er hin. Jetzt schon wieder aus den Augen verloren. Fisch. Und da ist er. Ist das auch der Fischmarkt? Ja. Dann machen wir hier unten noch einen hin. Könnte man hier eigentlich hinsetzen, oder? Ne, hier ist eine Autobahn. Dann hier hin. Ja, setzt man hier hin. Kommt da hier hin. So, dann einmal hier unten noch hin. Na? So, jetzt. Da ist er. Gut, dann können wir jetzt hier noch... wie sieht es denn jetzt hier aus? Das passt noch, okay. Dann können wir hier das dafür nutzen. Sehr schön. Gut. Da haben wir auch ein paar Arbeiter. Industrie ist hier unten. Was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Naja, gut. Das ist ja nicht das. Das sollten wir hinkriegen. Wenn wir einfach ein bisschen mehr hiervon bauen. So, ihr. Euch führen wir hier weiter fort. Bis hier hin. Hier auch noch. Dann sollte das auch erstmal passen. Und ansonsten machen wir hier auch nochmal ein bisschen in Gewerbe hin. 4. Also noch 3, machen wir es so. So, und dann kommt hier jetzt in das, ja, Industrie, sage ich schon, Wohngebiete hin.
In der Hoffnung, dass wir dann wieder genügend Arbeiter haben. Ich vermute, dass die Routen hier einfach zu kurz sind. Und aus diesem Grund nicht effizient genug. Ja, da sieht man das. Ist das das Netz? Ne, das ist nur die Welle. Die Heckwelle. Naja, gut. Aber ist schon ordentlich was los hier. Die haben genug Fisch. Fisch ist auf jeden Fall ausreichend vorhanden. Hier wird auch ordentlich exportiert. Das sollte so passen. Gut, dann machen wir hier jetzt mal noch die Ampel weg. Hier auch. Und dann können die nämlich ordentlich loslegen. Und ich sehe gerade hier unten, wir haben, glaube ich, keine Feuerwehr gebaut, wa? Naja, dann bauen wir hier unten auch welche hin. Das ist ja nicht das Problem. Dann sind die nämlich auch gleich ein bisschen zufriedener. Und steigen noch mal ein bisschen auf. Sehr gut. Und da geht's überall los. Immer wieder schön. Gut. Ja, nächster Schritt wird es wieder sein. Das war hier ein bisschen expandieren. Ich bin auch am Überlegen, aber hier noch mal. Ich sag mal. Die ganzen spezialisierten Industriegebiete bauen will ich jetzt eigentlich nicht. Also hier auch gerade die von Industries. Ich glaube, das ist nicht so wirklich sinnvoll. Das bringt uns nichts. Also wir haben auch die Arbeiter dafür eigentlich gar nicht. Was sagen denn unsere Importe? Oh, die sind wieder extrem gestiegen. Uiuiui. Die sind wieder extremst gestiegen. Wir brauchen ein bisschen. Aber wir brauchen ein bisschen. Theoretisch wieder Ausgangsgüter. Die werden wieder ordentlich importiert. Müssen wir mal gucken. Ja, wir haben halt wieder, man sieht es sofort, also wir haben wieder Bürogebiete gebaut. Die nehmen jetzt Arbeiter weg. Sieht man ja auch. Ich meine, hier 76 Arbeiter, 400 Arbeiter. Das merkt man sofort wieder. Naja, gut, müssen wir dann mal gucken. Aber jetzt müssen wir erstmal hier weiter die Stadt bepinseln. Und dann können wir uns nochmal ein paar Überlegungen anstellen. So, ich werde mal bis hier vorgehen. Und hier werden wir. Nein, hier wollte ich nicht. So, das wird hier alles neues Wohngebiet. Da sollten wir auf jeden Fall erstmal wieder ordentlich Leute einziehen in dem Gebiet. Aber da müssen wir mal gucken, ob das hier vielleicht mit den ganzen Straßen, mit den ganzen Kreuzungen zu viel wird. Ob wir das genauso machen wie hier drüben. Alle drei nur. Aber noch fließt es ja. Also würde ich da jetzt noch nicht eingreifen. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich durchaus nötig werden. So, dann machen wir hier mal die Ampeln alle weg. Da sind sie weg. Gut. So, dann machen wir hier unten jetzt mal noch einen Bahnhof hin. Wir nehmen natürlich dazu wieder die Einbahnstraße. Machen das Ganze so. Nehmen jetzt hier den Bahnhof. Und dann müssen wir mal gucken. Wir müssen hier hoch. Ja, das passt doch eigentlich sogar so. Gut, das gehen wir hier nochmal ein bisschen runter. Gut. So denke ich, sollte das passen. Dann können hier auch direkt. Ach so, stimmt. Das wollte ich nicht. Wir nehmen die normale hier. Gut, die Ampel wieder weg. Wo das hier in dem Fall wahrscheinlich sogar, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, das war mal von links nach rechts, war. Müssen wir mal. Muss ich mal gucken. Wenn nicht, müssen wir hier die Einbahnstraße die Richtung nochmal ändern. Ja, das könnte durchaus sein. Müssen wir einfach mal gucken.
wie das sich entwickelt, ob das überhaupt genutzt wird. Warte mal, habe ich hier. Das ist ein falscher Bahnhof. Ich bin ja auch gut. Den Bahnhof brauchen wir ja. Den Bahnhof brauchen wir. So, dann machen wir hier das alles nochmal neu. Und gehen da ran. Verbindung ist da. Dann sollte das jetzt wieder passen und wir haben eine Exportmöglichkeit für unseren Fisch, der nicht über die Straße geht und somit auch wieder vielleicht das ein oder andere Auto auf der Autobahn und in der Stadt verhindert. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, der fährt zu weit. Okay, das ist andersrum. Andersrum, andersrum, andersrum. So. Und so machen wir das. Gut, sehr schön. Gewerbegebietsnachfrage. Okay. Dann machen wir hier Gewerbegebiete hin. Hier oben auch. Dann sollte damit die Nachfrage gedeckt sein. Wichtig wird es jetzt noch, dass das hier alles noch gefüllt ist, dass wir dann wieder genug Arbeiter haben. Wie sieht es denn hier eigentlich mit der U-Bahn aus? Wo man die lang geführt? Ach, hier vorne, okay. Ja, mit den Buslinien. Ich bin da nicht ganz so zufrieden mit, aber es geht schon. Ich meine, was haben wir denn für Passagiere? 11.000 fast. In meiner 200.000 Einwohnerstadt ist das jetzt nicht so dolle. Aber es sind immerhin auch 11.000 Leute weniger, die auf der Straße sind. Gut. Da müssen wir jetzt mal überlegen. Ich würde hier auf jeden Fall eine kleine Lücke lassen zwischen den einzelnen Gebieten. Ich bin jetzt nur am Überlegen, wie groß wir die machen. Ob wir die eventuell noch ein kleines bisschen einkürzen. Aber dann ist die Frage, wie weit. Wenn wir jetzt hier nochmal. So, wir machen das mal so. So. Nehmen wir mal an, wir gehen bis hier. Noch eins weiter. Ja, machen wir so. Gehen wir bis hier, dann haben wir hier die Lücke. Und dann sollte das passen, denke ich. So. So ein paar Zentimeter müssen wir hier noch vor. Das war zu weit. So. So, das kommt weg. Dann verbinden wir das einmal. Und hier machen wir eine Brücke. Sehr schön, gut, so machen wir das. Hier werden wir auch nochmal das Ganze ein bisschen zubauen. Halt, hier wollten wir nicht lang. Und hier werden wir mal noch eine Brücke über die Autobahn drüber machen. Und dann vermute ich auch fast, dass das hier eigentlich nochmal eine Hauptstraße werden sollte. Das macht, denke ich, Sinn, gerade wenn das jetzt hier die Alternativquerung für die Autobahn ist.
Dann machen wir hier nämlich nochmal eine schöne Hauptstraße draus. So. Dann natürlich die Ampeln alle weg. So. Alle weg. Sehr gut. So passt das. Genau. So, hier in dem Bereich könnte man dann glatt auch nochmal eine Autobahnauffahrt machen. Hier müsste ja theoretisch unten drunter die Autobahn verlaufen, genau. Würde ich hier wahrscheinlich in dem Bereich dann eine Auffahrt machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Dann könnte man hier vielleicht nochmal doch eine Hauptstraße draus machen. Und hier dann quasi an die Hauptstraße die Auffahrt ran setzen. Aber da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.